Hier ist abgeschlossen. Muss ich da versuchen, gegen die Strömung zu latschen? Drück X in die Angriffe und am Wischmann auszuweichen. Ich dachte, die Wand geht vielleicht kaputt. Ja, ganz sagen, mir gefällt die Farbe der Brücke nicht. Sieht aus wie eine Falle, aber gut, wenn es an eine Cutscene geht, ist halb so wild. Choji. Ich hoffe, der verschenkt sie und verkauft sie nicht. Auf der anderen Seite, wenn er sagt, er kümmert sich um die Items der Leute, das klingt eher, als ob er sie verwaltet. Also, er wird ja nicht fremde Sachen verschenken. Was gibt er mir jetzt? Doppel X mal 2, okay. Kann ich mir wenigstens die Auswahl angucken? Irgendwer verkauft das Zeug halt echt, ne? Ich habe auch fast kein Geld. Oh! Nevermind! Ich habe Geld. Verbessert die Nieten zu verteilen. Kann ich das einfach geben oder was? Warte mal. Bevor ich hier jetzt irgendwas mache. Sind das Perma-Buffs? Sieht so aus. Okay. Wir kaufen noch mal 10 davon. Man weiß ja nie. 5 davon. Nochmal 5 davon. Und einen hiervon. Ja. Haben wir noch irgendwelche Skillchips, die man kaufen könnte? Ich weiß, für Naruto habe ich eh keinen Platz, aber... You never know. Ich meine, das sind ja ganz kleine. Also Schaden tut's bestimmt nicht. Hier nochmal für ein bisschen... So. Ich schau mal. Also so, ich werde die bestimmt irgendwie unterbringen können. Das eine war halt schon relativ groß. Das ist halt wieder was anderes. Spezialchips. Hier Naruto Rendan. Scheiße, ich kann sie doch nicht unterbringen. Warum? Ist ja doof. Was bist du eigentlich? 10% Ninjutsu. Ich glaube, ich kann ein bisschen drauf verzichten. So, aber dafür kann ich doch jetzt bestimmt zumindest, ich kann beide unterbringen. Sehr gut. Mehr Abilities. Ich
wünschte, ich hätte mehr Geld. Aber das ist auch echt ungünstig groß, das Ding. Okay, das kann ich sowieso nicht unterbringen. Passt schon. Bevor ich weitergehe, wird hier erstmal gebufft. Ah, ich verstehe. Das war ja klar. Das war auch klar. Ah. Junge! Ach ja. So. Da oben ist auch was. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Okay, wie komme ich am besten nach da oben? Go. Ja, gut, das war klar. Nee. Ich glaube, dafür bräuchte ich am besten den Chakra-Sprint. Weil sonst habe ich echt keine Ahnung, wie. Lass uns das erstmal so stehen. Ja, jetzt hätte ich das Naruto-Rendan. Aber soweit ich weiß, ist mein Ninjutsu-Angriff nicht so hoch. Deswegen weiß ich nicht, wie effektiv das überhaupt ist. Aber wahres Rasengan stelle ich mir schon sehr effektiv vor. Kakashi. Ich wollte gerade sagen, jagt in den Schrecken des Lebens ein. できるだけ慎重に進むんだ。ここから先は後戻りができないかもしれないぞ。何が起きてもいいように準備を整えておけ。お、了解だってばよ。 Okay, ja, wir kommen der Meistermanager näher. Schon sehr eindeutig. Ist auch ein echt schwerer Boss. Bin ich schon ein bisschen verängstigt. ガンドウから聞いたのか。そんなものは奴のような俗物を
Wird er kontrolliert? Alter, mache ich viel Damage. Also es funktioniert genauso wie bei Uzumaki Chronicles 1 mit dem wahren Rasengan. Der dicke Damage kommt erst nach dem Hit quasi. Woher weiß er das denn? Da müssen wir ihn nur töten. Nämlich Hokage
Werde ich auch keinen Schmerz davon tragen, sagt er. Er schreit um sein Leben. Also dafür, dass Sakura gar nicht geschrien hat. Na gut, wahrscheinlich war sie auch ohnmächtig. Nein! Mein schlimmster Albtraum ist wahr geworden. So kurzer Schluss noch mal Charakterwechsel. Oh nein. Warum? Ich hoffe, dass das nicht von Dauer ist. Mann, das ist fies. Ich habe es extra am Anfang dieses Paar, also dieser Aufnahme, nochmal angesprochen. Ich hoffe, es kommt kein Moment, wo man einen anderen Charakter steuern muss.